So, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video erfolgreiches E-Mail-Marketing in Ihrem Business. Sie erhalten 10 nützliche Tipps, die Sie sofort umsetzen können. Erstens, spammen Sie niemals. Gekaufte E-Mail-Adressen, das ist zwar eine feine Sache, aber genau dieser Content, die meisten Menschen mögen das überhaupt nicht, wenn sie irgendwelche E-Mails bekommen mit irgendwelchen Newslettern, die sie gar nicht interessieren. Zweitens, halten Sie sich an die gesetzlichen Vorschriften. Geht ein bisschen in Punkt 1. Das Gesetz sagt vor oder besagt, dass es am besten ist, wenn wir mit Double Opt-in-Verfahren arbeiten. Das heißt, der User oder der Empfänger muss bestätigen, dass er diesen Newsletter genau haben möchte. Also er soll sich darauf freuen und das ist gesetzlich geregelt. Dann bieten Sie keine Werbeslogans, sondern bieten Sie Mehrwert. Was würde es Ihnen helfen, wenn ich jetzt hier sagen würde, mit diesen 10 Tipps haben Sie morgen 3 Millionen am Konto und Riesenausrufezeichen und kommt aber nichts, keine Erläuterung, was ich damit meine. So, bieten Sie Mehrwert, berichten Sie über die Dinge, die wirklich wichtig sind, die wirklich in Ihrem Business passieren und die dem Nutzer auch wirklich helfen. Dann legen Sie Wert auf ein entsprechendes Design. Wenn Sie jetzt beispielsweise in der Fotobranche arbeiten und Ihr Geschäft vermarktet Fotos oder Sie machen sogar selbst Fotos, dann legen Sie den Mehrwert auf jeden Fall auf diese Fotos. Wie haben Sie die Fotos gemacht? Schauen Sie, dass die Darstellung in den E-Mails, in den Newslettern mit hübschen Fotos ist, gute Qualität, also Dinge, die wirklich für Ihr Geschäft sprechen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das beispielsweise mit Küchen arbeitet, dann Fotos von Küchen, die Sie eingebaut haben zum Beispiel. Aber dann auf jeden Fall Mehrwert in der Mail an sich. Also nicht zu viele Fotos, weil das ist jetzt ist ja keine Beschreibung, sondern soll einfach die Newsletter gut darstellen und gut leserlich mit gutem Content, ganz wichtig. Dann die Planung und Zuständigkeit von diesen E-Mails oder Newslettern. Viele Unternehmen, die legen überhaupt keinen Wert auf die Planung, genau von Newslettern, von Neukundengewinnung, von diesem Ganzen, das so wichtig ist und ohne Planung, da kommen wir nirgends hin. Also planen Sie Ihre Newsletter, geben Sie die Zuständigkeit bekannt und Sie werden sehen, das bringt wirklich Frucht. Dann noch die korrekte Darstellung. Stellen Sie sicher, dass die korrekte Darstellung einfach passt, dass Sie Text und HTML, dass beides geöffnet werden kann. Wenn das nicht so ist, dann kann es einfach sein, dass Sie eine Absprungrate haben oder dass Ihre E-Mails gar nicht gelesen werden. Dann noch ein kleiner Tipp von mir. Nutzen Sie die Möglichkeit von Social Media. Social Media, da ist allerdings so, stellen Sie da auch sicher, dass Ihre Zielgruppe auch Social Media affin ist, dass Sie das wirklich auch mögen. Und dann habe ich persönlich noch einen ganz klitzekleinen Tipp, den ich jetzt hier einfach mal so in den Raum stellen möchte. Überraschen Sie mit Dingen, von denen der Zuschauer sonst überhaupt nicht gewohnt ist, dass sie es tun, so wie ich jetzt. Kurzen Moment, bitte. So, also überraschen Sie Ihre Leser und Ihre Nutzer mit Dingen, von denen sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass sie das tun. In diesem Sinne, ich habe hier jetzt eine Perücke. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, klicken Sie auf den Button, abonnieren Sie diesen Kanal, verpassen Sie keine Mail mehr, denn Sie können wirklich damit rechnen. Jede dieser Videos ist mit Informationen ausgestattet, die Sie somit nicht mehr verpassen. In diesem Sinne, tschüss!